Wir machen ja hauptsächlich Schauen mit nachhaltiger Mode und wir wollen eigentlich mitgeben, dass nachhaltige Mode Mode ist und dass Nachhaltigkeit sexy ist. Also dass das etwas ist, was nicht nur korrekt ist, sondern was auch Lust macht, was man haben möchte, wo man Spaß mit haben möchte, was über das hinausgeht, dass man sagt, ich ziehe mich jetzt gentechnisch frei an. Also ich würde sagen, wenn man heute über Avantgarde spricht, überhaupt, dann muss die Avantgarde ja nachhaltig sein, auch über das hinaus, was jetzt mit Nachhaltigkeit in aller Munde ist. Es muss definitiv und real nachhaltig sein. Und ich glaube, dass diese Nachhaltigkeit in der Mode vielleicht in 5 oder 10 Jahren den Anteil hat, den man heute bei Lebensmitteln hat. Das würde ich mir vorstellen können. Und mein Ansatz ist eigentlich, Nachhaltigkeit, die nicht sexy ist und die nicht Avantgarde ist, ist uninteressant, wird sich nicht durchsetzen. Umgekehrt wird Sexiness oder Avantgarde ohne Nachhaltigkeit keine Avantgarde mehr sein. Das ist dann eine aufgesetzte, rein formbestimmte, designorientierte Geschichte, die losgelöst ist eigentlich von den Inhalten. Also Inhalt und Form muss zusammenpassen und die Form muss auch im Bereich der Nachhaltigkeit eben Avantgarde sein.